Ja, der gute Rap. Niki, ich werde dich da rausholen. Hey, wir helfen dir auch. Zu dritt werden wir es diesem Monster schon zeigen. Was? Du? Du machst wohl Witze. Du und ich, wir sind Feinde. Du Dummkopf, wer kümmert sich jetzt darum? Wenn ihr zwei euch nicht beeilt, das arme Kind. Jetzt geht es um alles oder nichts. Guck mal, das sieht doch aus, als ob der einfach nur da neben dem Baum steht. Da. Gut, also jetzt haben wir einen Endgegner, den Trent. Ja, also ich bin schon immer dagegen gewesen, immer so auf Trends zu hören. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Drachenspalter. Und dann gucken wir uns mal, also Rap ist jetzt bei uns in der Party momentan. Gucken wir uns mal an, was er kann. Er kämpft momentan mit dem Pfeil, das seht ihr links unten. Geschoss, Seitenwurf, Scheibenschneider, ja. Brenne und Feuersäule, das heißt, er kann auch den Feuerzauber, genauso wie Fina. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal mit einer Feuersäule los, auf den Trend. Schlafgas wollen wir jetzt nicht gerade. Das ist ganz schön übel. Deswegen bin ich nämlich auch schon mal drauf gegangen, weil der die ganze Zeit immer Schlafgas gemacht hat und ja, ich dann gar nicht mehr zum Zug kam sozusagen. So, und Fina macht mal Drachensepp. Das gefällt ihm doch bestimmt nicht. Also ich denke mal, es werden dann auch wesentlich mehr als zwei Parts, die ich dann daraus machen werde. Weil es halt, wie gesagt, ein recht großes Gebiet ist. Es geht jetzt gleich noch weiter, der Jungfrauenwald. Nach dem Kampf werde ich mich allerdings erstmal aufladen und am Speicherpunkt wieder. Und dann geht's dann knallhart weiter. So, das hat mir jetzt überhaupt nicht gut gefallen. So, jetzt vor Schlafgas, das ist nicht gut. Okay, gut. Jetzt sind wenigstens. Okay, der geht jetzt nur auf Justin anscheinend. Autsch. Der Blumenstrahl, das war jetzt gerade überhaupt nicht nett. Machen wir mal die Feuerpeitsche. So, der erste Teil ist schon mal abgegangen. Also der Arm, die Blume ist weg. Der Arm und der Trent, die leben noch. Dann machen wir jetzt vielleicht mal einen Seitenwurf noch. Und der gute Justin, was macht der gute Justin? Der gute Justin, Eisschlag kann ich leider nicht mehr machen. Dann mache ich vielleicht einfach einen Luftschneider auf den Trent. Ich denke mal, dann ist der wahrscheinlich auch Geschichte. War jetzt nicht so das Problem. Einmal hat er uns eingeschläfert, das war halt nicht so nett. Okay, also er ist noch nicht ganz Geschichte. Vierhundertneunundvierzig hat er noch. Gucken wir mal. Jetzt mache ich mal Beben gegen den. Das wird ihm wahrscheinlich jetzt nicht so viel ausmachen. Höchstens 100, schätze ich mal. Beben ist halt wirklich nur, sage ich mal, gegen ja, schwächere Gegner ein vernünftiger Zauber. Das hat ihm gar nichts ausgemacht. WTF, was ist das denn für ein Quatsch? Do you want to verarsch mich, ey? Also ernsthaft. Was hat er jetzt überhaupt vor? Schlafgas wieder, oh Gott. Das ist nicht gut. Dann machen wir mal Sepp. Ich hoffe, er ist. Oh nein, der ist schneller dran. Gut, aber dann machen wir jetzt mal Diamantenstaub mit Justin und Rap schläft leider immer noch. Jetzt nicht. Der macht mal. Was macht er denn mal? Der macht nochmal eine Feuersäule. Aber wieso das Beben dem gar nichts ausgemacht hat, das finde ich wirklich verwunderlich.
Also ich meine, so ein Baum, der hat doch auch Probleme, wenn es irgendwie ein Erdbeben gibt oder so. Also. Okay, das war jetzt nicht so toll. Fina macht mal. Nee, nicht Heule, sondern Knistern. Aber ich denke mal, das war's dann jetzt auch gleich für den Trend. Man muss nicht jedem Trend folgen und vor allem nicht, wenn er einen Arm und eine Blume hat. Das könnte man vielleicht so als ja, Schlusswort des heutigen Parts machen. So, der Trend ist jetzt auf jeden Fall hier. Genau, you see that shot of mine, hat der gute Rap gesagt. Und wir können uns auch gleich mal angucken, wie seine Techniken und so, was er da so alles lernen kann. Jetzt gucke ich aber kurz mal was anderes. Also Stärke ist Rap am schwächsten. Lebenskraft Fina, ganz knapp aber nur vor Justin. Klugheit ist Rap am schwächsten und Geschicklichkeit ist Justin am schwächsten. Jawohl. Oder Geschwindigkeit ist es, glaube ich. Ihr gehört nicht zu diesen Typen im Turm und ihr habt mir geholfen, mich um meine Jungs zu kümmern. Nun, jeder macht mal einen Fehler. Ich mache es irgendwann gut, okay? Niki bedankt dich auch bei Ihnen. Ja. Danke für eure Hilfe. Es tut mir leid wegen vorhin. Oh, jetzt habe ich zu schnell drauf gedrückt. Das war mein Fehler, hat er, glaube ich, gesagt. Ich heiße Niki, ich bin Rips bester Lehrling. Ich bin Justin und das ist Fina. Wir sind auf einer Abenteuerreise. Freut mich, euch kennenzulernen, Rap und Niki. Gut, Niki, du gehst zuerst zurück und sagst allen im Dorf Bescheid. Ich bringe die Gäste rüber. Jawohl, Sir Rap. Übrigens, Rap, du hast was gesagt über das Ratten im Turm. Wen meinst du damit? Ach das, wir können Großvater nach den Einzelheiten fragen. Okay, der popelt rum. Gut, gehen wir. Mein Dorf Kafu ist gleich da drüben. Gut, das wollen wir mal hoffen, dass es gleich da drüben ist. Jetzt suchen wir erstmal. Ach so, erstmal könnten wir jetzt Fina nochmal heilen. Ist jetzt, ja. Gut, jetzt gucken wir nochmal. Also 20, 10, 15, 14. Das ist alles sehr nice. Nicer, dicer. Also noch eine Wasserstufe, dann lernt Justin was Neues. Drei mit dem Schwert, dann lernt er was Neues. Bei Fina ist es jetzt zwei Erde, dann lernt sie was Neues. Und ja, der gute Rap kann natürlich auch Brenne, Feuersäule und ja, was die beiden Sachen sind, oder die drei Sachen mit Feuer, die frei sind, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Das ist so das gleiche wie bei Justin im Endeffekt. Aber hier, die Spezialtechniken sind noch recht interessant. Also er kann mit Schwert, Messer und Bogen kämpfen und bei Bogen ist er am weitesten. Also wenn er jetzt Feuerstufe 10 kommt, dann lernt er da was Neues. Und ich werde ihm dann jetzt entweder das Schwert oder das Messer ausrüsten, weil da halt noch so hinterherhinkt. Da gucken wir mal. Gut, auf jeden Fall, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt müssen wir aber sehen, dass wir hier schnell den Weg rausfinden aus diesem Dungeon. Jetzt sind wir schon mal im Jungfrauenwald 4, das ist sehr nice. So, und hier sind neue Monster und ich glaube, die bringen auch ein bisschen mehr irgendwie Erfahrung oder so. Da hauen wir jetzt einfach mal drauf. Ich hoffe, die sind gegen. Ich glaube, die waren gegen irgendwas immun. Ich weiß nur nicht mehr gegen was. Okay, aber man kann sie doch relativ gut kaputt kriegen. Die große Puppe. We won!
So, ja, und Justin, der ist jetzt nur noch 6 Punkte hinter Fina, da jetzt mit Wasser inzwischen 2 Stufen hochgekommen ist. Das ist auch schon mal sehr schön, also von den Lebenspunkten her. So, aber gegen die kämpfe ich jetzt nicht alle, sondern ich gucke jetzt, dass ich die Sachen hier einsammle, die es hier gibt. Einen goldenen Trank, der ist nützlich. Oh, das war ein Hinterhalt, das ist nicht nützlich. Ja, ich weiß, du bist eine richtige Nervensäge, das musst du mir nicht immer wieder sagen. So, Justin. Ach scheiße, ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich höre nie. Ach, ich bin so klug. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich so dumm bin. Jetzt haben sie beide nicht kaputt gekriegt. Oh Mann. So, jetzt ist hier aber nichts mit verteidigen, sondern jetzt machen wir euch kaputt. Gut, ja, hier gibt's eigentlich nichts. Das heißt, ich bin jetzt in den Hinterhalt geraten, um zu sehen, dass es dort nichts gibt. Das ist auch sehr, ja, nutzlos. So, ich weiß jetzt nicht, wovon ich gekommen bin. Ich glaube, von da unten. Hier sind noch mal solche Viecher. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die. Altbekanntes Problem, ich kann es mir nicht merken. So, Justin macht jetzt einfach mal einen Diamantenstaub. Das machen wir jetzt einfach mal eiskalt. Genau, here goes, ha! Das ist mal wieder sehr interessant, was bei Justin da so alles abgeht. So, und eine Windstufe höher, das finde ich auch sehr, sehr nützlich. So, aber bei Wasser wird es jetzt leider noch ein bisschen dauern, bis er da die nächste Stufe erklimmt. Fina mit Erde genauso. Ich denke mal, ich lasse das jetzt auch, dass ich jetzt die Leute nur die Sachen machen lassen, die sie jetzt unbedingt brauchen oder wo sie das nächste lernen. Och Mann. Ich wollte doch nur zuerst das Geld holen, bevor ich mich umdrehe und euch verarzt, ihr Trottel. Müsst ihr mir in den Rücken fallen? Oh, Rap ist verwirrt. Rap hat nur noch 70. Das ist nicht nett. Machen wir mal Sepp alle. Und Fina macht mal Beben. Hauptsache Rap ist nicht dran. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas hatten wir noch nicht gesehen in dem Let's Play. Verwirrtheit sorgt ja dafür, dass die Leute einfach randommäßig irgendwelche Leute angreifen. Das heißt, es könnte auch passieren, dass dann Rap zum Beispiel Justin oder Fina angreift. Und das ja, wollen wir natürlich nicht, weil das dann auch schnell zu Toten führen kann. Vor allen Dingen ist es unangenehm, wenn Justin irgendjemanden angreift. Dann führt das meistens zum Tod. So, wir haben einen Schwalbenhut bekommen. Da können wir gleich mal gucken, ob der bei irgendjemandem eine Verbesserung hervorruft. So, erstmal nehmen wir uns das Geld, was wir vorhin schon wollten, und dann
Okay, 11. Das ist ein plus 1, plus 7, plus 5. Gut. Dann würde ich sagen, nimmt Fina jetzt einfach mal den Schwalbenhut. So, und dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Den Hinterhalt haben wir sonst noch so. Gut, aber das sind wieder nur die beiden Heinis da. Die, denke ich mal, kriegen wir so kaputt gekloppt. Schwinggas. Sie verplagt. Zum Glück habe ich das Allheilmittel in der Tasche. Sonst hätte ich jetzt wirklich ein Problem. Das hat er daneben geworfen, so ein Trottel. Gut, ja, nehmen wir jetzt erstmal das Allheilmittel zu uns. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Und so langsam geht mir der Dungeon echt ein bisschen auf die Nerven, weil es immer die gleichen Gegner sind. So, benutzen wir mal Allheilmittel Justin und Allheilmittel Fina. So, die sitzen da immer in den Büschen drin, diese komischen Viecher da, diese Riesenpuppen. So, Fina, die hat doch bestimmt als Kind schon gerne mit Puppen gespielt. Dann können sie jetzt mit der wieder ein bisschen rumspielen. So, angreifen. Und Fina macht jetzt den Rest. Okay, ja. Alles in allem geht es doch relativ schnell, zumindest diese Riesenpuppen, dass wir diese besiegen. Aber so langsam nervt mich der Dungeon wirklich. Sollten jetzt mal schauen, dass wir hier rauskommen. Okay, jetzt sind hier mal die Riesenpuppen und die süßen Motten zusammen. Immer mal wieder was Neues. Und der gute Justin, was macht der gute Justin mal? Der macht jetzt mal ein Flammengeschoss. Ich denke mal, dann sind sowieso nur noch die Riesenpuppen übrig. Und wir haben noch einen Schwalbenhut bekommen. Müsste zumindest einer sein. Den können wir dann Rap geben. Der war der, ja, hatte die zweit, bei dem war es der zweithöchste Boost. So, jetzt mache ich mal schnell hier. Wirklich mal schnell die Maus ein bisschen zur Seite, damit der Bildschirmschoner etwas länger braucht, bis er wieder angeht. Und genau, ausrüsten war's und Wrap. Und statt Kopfbedeckung nehmen wir jetzt den Schwalbenhut. Wie kommen wir denn da hin? Oh Gott, boah! Die wollen uns in den Hinterhalt locken, die Deppen da. So, ja, was macht der gute Justin? Der gute Justin macht einfach mal ein Sepp vielleicht. Dann sind die hoffentlich weg, die vier Hempel da.
Ihr Großhaft, das finde ich immer noch einer der geilsten Sprüche, weil sie vor allen Dingen so sinnvoll sind. Und noch ein Schwalbenhut. Ist aber die Frage, ob ich den bei Justin austauschen soll, weil ich glaube, der Hut, den er momentan hat, der beschert ihm ja Warp. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es war jetzt auch nur ein Punkt mehr bei Verteidigung, deswegen bringt es vielleicht nicht so viel. Jetzt gehen wir erstmal hier lang, weil da hinten noch Geld war. Gut, weil die alle so in der Gegend rumstehen, machen wir jetzt mal Seitenwurf. Und Fina macht vielleicht mal Graben. Weil ich denke mal, die Viecher sind dann auch Geschichte. Ah, shit, und draußen geht gerade ordentlicher Windzug durchs Lande. So, greifen wir mal an. Tja, also das schöne Wetter ist jetzt leider vorbei. Jetzt sonst dann irgendwie, glaube ich, so 13, 14 Grad oder so werden. Okay, ich meine, es wird jetzt Oktober, aber trotzdem muss das nicht unbedingt sein. Also von mir aus könnte es das ganze Jahr 20 Grad oder so sein. Und vor allen Dingen auch mehr Sonne als jetzt diesen Sommer. Gut, also hier haben wir das Geld. Dann gehen wir jetzt wieder den einen Weg zurück und gucken mal, ob da geradeaus irgendwas gewesen ist. Okay, ich glaube, da kommen wir raus. Dann gehen wir nochmal kurz zurück, weil links von uns war auch nochmal so ein Weg. Ja, das sind nochmal hübsche Jungs. Aber langsam nervt es wirklich, weil uns ja mir auch so ein bisschen die Punkte ausgehen. Macht Justin jetzt einfach nochmal ein Flammengeschoss. Da sind auf jeden Fall die Motten weg und die anderen, die kann ich einfach so kaputt hauen. Aber ich muss sagen, also diese Viecher, diese großen Puppen oder auch die Landschnecken, die sind gegen Waffen doch relativ immun. Also da sind schon Zauber die bessere Wahl. Also ich meine, die können ja mit einem Schlag noch nicht mal 100 Punkte den abnehmen. Ist ja doch schon ein bisschen lame. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Schild. Ein La-Schild. Da gucken wir mal, bei wem das am besten ist. 8. Die hat Zauberschild. Okay, also das ist bei Justin eindeutig am besten. Dann kriegt der das mal. So, und dann hier waren wir auch noch nicht. Mal gucken, was es hier noch gibt. Hier gibt es nur hübsche Jungs oder was. Was ist das denn für eine Quatsch? Würde meine Oma da sagen, wenn sie noch leben würde. So, Rap, der kann gar nichts mehr. Der kann nur noch draufhauen. Das ist ja richtig behindert. Entschuldigung, behindert sagt man eigentlich nicht. Also nicht als Schimpfwort oder so. Ja, und wie mache ich das Ganze jetzt aus? Wieder mit dem Sepp oder was? Ja, das ist echt alles nicht so ganz einfach. Ich hätte mich wirklich aufladen sollen. Dann hätte ich so dieses Problem jetzt momentan nicht.
Zumindest nicht so stark. Ach komm, die haue ich jetzt einfach kaputt. Die können doch nichts, die Viecher. Genau, sehr schön, Fina. Das ist ganz meine Meinung. Sehr schön und vor allen Dingen sehr leicht. Okay, das scheint hier irgendwie... Jetzt bin ich wieder woanders. Jetzt habe ich hier wieder die Orientierung verloren. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, nee, das war nicht der richtige Weg. Wo sind wir jetzt? Ach, ich laufe hier auch in die falsche Richtung, oder was? Ich bin ja auch blöd. Okay, ja, also da sind wir, da müssen wir bei der nächsten rechts, oder wie war das jetzt? Oder hatte ich jetzt, bin ich jetzt auf die falsche Dinges gekommen? Genau, hier sind wir richtig. Und da geht es raus. So, ja, das Dorf Kafu, davon hat der gute Rap uns ja erzählt. Und da würde ich sagen, speichern wir dann auch gleich. Vorher heile ich mich nochmal schnell mit Fina. Der gute Rap hat ja doch einen, ordentlich einen auf den Sack gekriegt. So. Warte, Rap, wer sind diese Leute? Hä? Hat Niki dir nicht erzählt, dass ich ein paar Gäste habe? Wir hörten, du hast Gäste, aber selbstverständlich hörten wir nicht, dass es unaufmerksame Gäste sind. Du würdest nie vergessen, dass es wieder dem Dorfsrecht ist, Fremde einzulassen, oder doch? Hä, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also Gäste, wer ist denn dann überhaupt Gäste? Also dann könnten ja nur Gäste sein, irgendwelche Leute... die zum Beispiel früher mal im Dorf Kafu gewohnt haben, jetzt aber zum Beispiel in Silpeden oder so, oder in einer anderen Stadt leben. Und die dann ins Dorf kommen. Die sind dann erlaubt, aber andere nicht, oder was? Macht doch keinen Sinn. Immerhin bist du der älteste Enkel. Du weißt das seit Jahren. Hör auf zu labern. Das sind meine Gäste. Und das ist alles, was du zu wissen hast. Okay, ruhig, Rap. Ich verstehe ja schon. In Ordnung, ich traue dir. Deine Gäste sind auch unsere Gäste. Wir scheinen ja auch keine andere Wahl zu haben, so wie du darauf bestehst. Richtig, also macht sie etwas aus, zuzuhören, was Opa zu sagen hat? Ja, das werden wir machen, aber erst im nächsten Part. Wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Hier gibt's nämlich ein Gasthaus und da können wir speichern. Du sagtest, sie könnten im Gasthaus bleiben. Bist du irre, Rap? Du weißt, Fremde dürfen hier nicht bleiben. Guck, wenn ich es mit meinem Opa kläre, beklage dich nicht, okay? Auf zu meinem Opa. Genau. Also ja, wir wollen ja nur speichern. Das machen wir jetzt schnell und ja, ich hoffe, beim nächsten Part bin ich dann wieder etwas ja, gesprächiger. Geht's mir wieder etwas besser und so, genau. Speichern wir mal. Und, ja. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ob wir hier im Dorf bleiben können oder ob Raps Opa was dagegen hat. Und ich hoffe, beim nächsten Mal denke ich auch daran, dass ich den Bildschirmschoner, dass ich dann immer regelmäßig die Maus bewege oder ich sitze den noch ein bisschen nach oben. Dass es längere Zeit dauert, bis er angeht. Das werde ich dann bis zum nächsten Mal klären und ich hoffe, euch hat der Part gefallen, die Parts besser gesagt. Das war ja heute eine richtige Aufnahmesession, anderthalb Stunden. Und dann bis dann, ciao, ciao.